Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zur heutigen Botschaft hier auf YouTube. Schön, dass du dabei bist. Dir fällt wahrscheinlich schon auf, ich habe bereits eine Krafttier-Orakelkarte herausgezogen. Und das ist doch eigentlich eine wunderschöne Energie. Die Fledermaus, die Neugeburt ist gewiss. Also an alle, die etwas Neues beginnen wollen, an alle, die einen Neuanfang im Kopf haben. Ja, da kann man nur sagen, das ist doch ein wunderschönes Zeichen. Die Fledermaus ist natürlich auch etwas Magisches. Ich finde es zumindest. Und dementsprechend schauen wir mal, was die Energie uns hier auch sagen möchte. Das Lenormand-Kartendeck. Alle Kartendecks sind natürlich verlinkt unten in der Videobeschreibung. Und bedenkt, es handelt sich auch um Kollektivbotschaften. Ja, also zunächst wollten sich hier die Störche zeigen. Die Störche stehen natürlich erstmal ebenfalls für positive Veränderungen, für positiven Fortschritt. Und ich sehe gerade, die Fledermaus hat die Nummer 17. Und ebenfalls haben die Störche die Nummer 17. Also, wenn das keine wundervolle Botschaft ist, ein Neuanfang, der wirklich gewiss ist. Und okay, was haben wir hier noch? Das Schiff, die Sehnsucht, vielleicht die Sehnsucht zu einer entfernten Person wird stärker. Aber auch dies könnte tatsächlich eine Reise sein. Eine Reise in ein neues Land, Bundesland oder halt wirklich in ein neues Land, was du bis jetzt noch nie besucht hast. Auf jeden Fall sehe ich hier auch einen möglichen Umzug mit den Störchen und dementsprechend mit dem Schiff. Man macht sich auf dem Weg, etwas Neues zu beginnen, einen neuen Ort kennenzulernen. Auf jeden Fall ist dies hier karmisch. Natürlich kann dies auch ein Thema in der Liebe sein. Es muss nicht nur was Alltägliches sein, wie ein Umzug. Naja, ein Umzug ist jetzt auch nicht alltägliches, aber die Liebe ist natürlich immer noch irgendwie ein besonderes Thema, hier auch bei mir auf meinen Kartenlegungen. Und dementsprechend kann es hier um eine karmische Verbindung gehen, die wieder wächst und stärker wird. Mhm. Hier ist sogar noch dein Herzmann gefallen. Dein Wunschpartner, an den du denkst, an diese karmische Verbindung, wenn man das hier auch nochmal tatsächlich so sieht. Hier ist auf jeden Fall ein Neuanfang auch mit deinem Wunschpartner möglich. Eine Reise, vielleicht wohnt er tatsächlich weiter weg und einer von euch begibt sich auf diese Reise zueinander. Ich möchte noch ein paar Klärungskarten hierzu. Mhm. Der Baum steht natürlich auch für den Wachstum. Für den Wachstum, wenn man sich bereits auch schon länger kennt, aber auch für die Heilung. Wenn bereits einiges in der Vergangenheit passiert ist, wenn es sich um karmische Themen handelt und dies bereits auch ein Ex-Partner sein könnte, ist es hier nicht ausgeschlossen, dass es zu einem Neubeginn mit diesem Menschen kommen kann. Man hat hier vielleicht schon etwas Solides aufgebaut oder aber eben auch hat man dementsprechend schon seine Familie gegründet. Allerdings kam etwas dazwischen. Man möchte aber nun wieder selber, ja, den Sonnenschein sehen. Das lasse ich hier so als Schlusskarte. Die Sonne an der Unterseite des Kartendecks steht hier für mich auch für den positiven Ausgang. Genauso auch hier die Blumen, der Blumenstrauß. Der steht einerseits für die Selbstliebe, dass man seinen Selbstwert kennt und in diesem drin bleibt. Um auch dieses karmische Thema aufzulösen, muss jeder an sich selbst arbeiten. Jeder muss wieder sich selbst neu kennenlernen. Aber auch eben den anderen. Und da kann es natürlich sein, dass Überraschungen kommen können. Vielleicht ist dies auch eine Reise, von der du gar nicht weißt. Von einem Wachstum, der auch im Geheimen stattfindet. Von etwas, ja, wo du tatsächlich auch überrascht wirst. Aber letztendlich sehe ich hier
eine vollkommene Wunscherfüllung mit einem möglichen Wunschpartner, der in deinen Gedanken ist. Das ist doch eine wunderschöne Botschaft für heute. Glaube daran, diese Energie kann tatsächlich bereits schon heute zutreffen. Ja, ich würde sagen, ab heute beginnt der Start in etwas Neuem, aber vertraue darauf, alles wird gut werden.